du nicht willst, musst du nie frieren. Nein, zurück! Was ist passiert, Mutter? Oh, Gott! Was ist das? Oh Gott, nein! Mutter! Mutter! Darf ich vorstellen, Jacqueline Nadler, Präsident. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Ich kann nicht sterben, Narren! Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest! Amanda! Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle. Hab ich gesagt, wo ist meine Mutter? In Avalon. Sie ist nicht tot. Und damit willkommen zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Wer hätte das gedacht, nachdem wir Tomb Raider Anniversary und Tomb Raider Legend gespielt haben, dass das nicht auch noch kommt? Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr gehypt, denn ich habe das Ganze schon echt lange geplant, aber ich hatte irgendwie nie so wirklich Zeit, das Ganze umzusetzen. Und jetzt, sind wir in einem Flammeninferno gefangen. Eigentlich wollte ich jetzt total spontan noch was anderes aufnehmen. Aber dann habe ich das Spiel so einsam und alleine in meinem Regal gefunden und dann dachte ich mir so, das könnte ich eigentlich dann doch endlich mal aufnehmen. Und ich hoffe, dass das Ganze vernünftig läuft. Denn, möchtest du bitte? Denn das Ganze ist, als ich es schon mal aufnehmen wollte, vor ein paar Jahren, immer wieder abgestürzt. Und Lara sieht sehr begeistert aus. Falls ihr Tomb Raider Anniversary und Tomb Raider Legend nicht gesehen habt, ich habe an den Anfang mal diesen kleinen Zusammenschnitt geschnitten. Aber ihr solltet euch eigentlich die ganzen Videos auch angucken. Beide Spiele gibt es auch auf meinem Kanal, würde ich mir an eurer Stelle mal angucken, weil die Story von diesem Spiel so ein bisschen hierauf, also die Story von diesem Spiel basiert so ein bisschen auf den anderen Teilen. Und wir sind anscheinend bei Lara zu Hause und es brennt halt einfach. Das sieht nicht so geil aus. Ist nicht so günstig und ich glaube, wir sollten hier schnellstmöglich irgendwie rauskommen. Na gut, wir versuchen es einfach. Okay, wir sind immerhin schon fast im Foyer, wie sie es damals immer genannt hat. Hier sieht es auch nicht so dufte aus. Alles ist halt einfach am Brennen. Es ist so strange. Wir haben noch so diese ganzen Laras Zuhause-Level gespielt. Und jetzt brennt es hier einfach. Oh mein Gott. Das kann ja wieder nur spaßig werden. Pass auf! Warten Sie! Das ist Lara! Ich weiß! Warte! Hey Lara, was gefunden? Geduld, Sip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet. Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht
Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hochfällt, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Alles klar. Der Weg nach Avalon, Tagebucheintrag freigeschaltet. Wieso kommen wir nicht nach unten vom Schiff? Und wieso... Also das Spiel ist schon manchmal echt ein bisschen weird. Ja. Ich stelle mir wieder viele Fragen, wie eigentlich immer. Wir schauen einmal ganz kurz hier in den PDA. Tagebuch. Konnte man sich das nicht irgendwie vorlesen lassen? Mein Vater starb bei einem tragischen Unfall auf der Suche nach Avalon, dem sagenhaften Aufenthaltsort König Artus. Ich habe nie geglaubt, dass er etwas mit dem Verschwinden meiner Mutter zu tun hatte, aber angesichts der jüngsten Ereignisse, also die aus Tomb Raider Legend, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Professor Eddington kannte die Koordinaten, an denen Vater seine Suche fortsetzen würde, aber er wusste nicht, wie er sie bestimmt hatte, geschweige denn, ob es dort irgendeine Ruine gab. Das muss ich selbst rausfinden. Ja, Lara, das solltest du. Waffenauswahl, das konnten wir hier halt auch immer machen. Aktuell ausgewählt? Nein, wir haben im Moment die Harpune ausgewählt und dann können wir hier immer die Waffen wechseln. Das ist eigentlich ganz cool. Zwar ein bisschen unrealistisch, aber ganz cool. Okay, ich weiß jetzt nicht, wofür das so gut ist, aber okay, ist okay. Hier müssen wir uns übrigens nicht so sonderlich auf Reliktsuche machen, denn hiervon habe ich gar keinen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das sieht hier schon mal so ein kleines bisschen aus, als wäre das irgendwas Interessantes. Oder? Das schauen wir uns natürlich weiter an. Okay. Bisher sehe ich noch keine Feinde. Deshalb schieße ich auch gerade noch auf keine. Das Spiel läuft echt krass flüssig. Das war ich gar nicht gewohnt, muss ich ehrlich sagen. Oh oh. Okay, wir haben schon mal einen Hai erledigt. So. Okay, an den Kram erinnere ich mich auch noch. Das Spiel ist einfach so ganz anders als die Tomb Raider Teile, die jetzt so aktuell sind. Okay. I got it. Der Spaß muss also da rein und der Spaß, ja, für das andere fehlt halt noch eins. Wir gehen mal hier nach oben. Ein Secret. Hier, so sahen die also aus. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, hier keine Ahnung mehr, wo die Secrets sind. Das Ganze ist nämlich schon wirklich richtig lange her, dass ich das gespielt habe. Ich habe mal geguckt. Also ich habe das Ganze hier aus so einer Computerzeitschrift. Und die ist vom, Moment, da stand hier irgendwo drauf, 5.2011. Ja, ungefähr um den Zeitraum rum habe ich das auch das letzte Mal gespielt, glaube ich. Ja, richtig weird. Ging es hier nicht irgendwo? Interessant. Hier geht's rein, aber hier ist nur ein Secret. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich hatte gedacht, hier wäre jetzt das Ding, was ich brauche. Na gut. Immerhin haben wir hier jetzt keine zeitliche Begrenzung, was unsere Suche angeht. Vielleicht ist das Ding ja genau auf der anderen Seite quasi spiegelverkehrt. Oder irgendwo hier zwischen. Ach, ich sag euch, es ist so lange her. Ich denke mal, ich werde mich hier trotzdem noch irgendwie drin zurechtfinden, aber es ist echt lange her. Deshalb bin ich, muss ich halt ganz ehrlich sagen, echt gehypt auf den Teil. Auch wenn er vom ganzen Spiel her, ehrlich gesagt, nicht so, meiner Meinung nach, nicht so der beste war. Ist er eigentlich doch ganz cool und man kann sich den durchaus mal geben. Würde ich schon sagen. Ne, hier kommen wir auch nirgendwo rein. Boah, ich war mir eigentlich recht sicher, dass das hier war.
irgendwo außen war auf jeden Fall das nächste Teil. Vielleicht hier irgendwo. Man muss halt auch einfach erstmal einen Eingang finden. Da hinten ist auch noch so ein Ruinending. Das könnten wir uns auch noch angucken. Okay, hier geht es tatsächlich wieder rein. War ein bisschen versteckt. Aber das sieht, glaube ich, richtig aus. Moment, also das Ding ist auf jeden Fall nicht hier. Das ist merkwürdig. Vielleicht war ja hier auch das Ding, was halt schon drin steckte. Oder reichen zwei? Ich glaube, zwei reichen dafür nicht, oder? Moment, hier oben geht's nach oben. Und hier gibt es so ein Secret, ja, wow. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Und dieses Spiel ist einfach so krass flüssig. Ach, ich erinnere mich noch, als ich das Ganze damals auch auf der Xbox gespielt habe. Da war das Ganze nicht so flüssig. Und auf meinem alten PC halt auch nicht, mit dem ich damals die ersten Videos gemacht habe. Ah ja, ja, zum Glück sind die nicht mehr online. Seid froh darüber. Boah, das ist eure Aufnahme, also das, die Aufnahme ist richtig krass blau. Lol. Bei mir ist das Ganze doch nochmal deutlich kälter. Ich überlege gerade, ob ich da ein bisschen was anpassen soll. Moment, ich tappe einmal ganz kurz im Spiel raus, weil dann kann ich hier ein bisschen die Filter verändern. So, wie sieht es jetzt aus? Ja, so ist es eigentlich relativ gleich wie bei mir auch. Das heißt, dieses Spiel muss ich komplett ohne Filter aufnehmen. Eieiei. So, das Spiel lädt auch wieder. Okay, schauen wir uns mal dort hinten um. Dafür habe ich so, also so lange habe ich dafür echt schon lange nicht mehr gebraucht. Wir gehen mal so ein Stück nach oben. Von da sieht man dann eigentlich meistens das meiste. Lol. Geiler Wortwitz. Okay, hier geht's auch wieder rein. Das ist aber nicht das, wo ich eben war, oder? Ach, hier gibt es auch wieder nur ein Secret, das ist doch nicht wahr. Auf die Secrets kann ich verzichten, ich will wissen, wie es weitergeht. Oh Mann. Okay, ich gehe mal so ein ganzes Stück mal nach oben. Einfach nur, damit ich ja auch ein bisschen mehr von oben sehe. Geht's hier auch rein oder ist das nur eine Illusion? Ich glaube, hier kam ich damals raus, oder? Da lag dann das Secret. Ja, ich glaube, so war das. Okay, ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, sich da weiter umzuschauen. Boah, ich sag euch, es ist kompliziert. Früher wusste ich das alles und habe das direkt so auf Anhieb gefunden. Und jetzt muss ich so übel lange suchen. Ach, wie die Zeit vergeht. Ich sag's euch. Aber es ist trotzdem... Ja, man muss dieses Spiel... Lol, voll der lustige Bug. Man muss dieses Spiel halt trotzdem gespielt haben, um halt eben... Ja, die Story um Laras Mutter, die sich ja in Tomb Raider Legend und Underworld, nein, in Tomb Raider Legend und Tomb Raider Anniversary, naja, Anniversary nur so ein bisschen, aber hauptsächlich in Tomb Raider Legend ja, gebildet hat, sag ich mal. Boah, wenn ich wüsste, wo der Shit ist, vielleicht in dem Ding hier. Ich weiß nicht, war ich hier schon drin? Ich denke nicht, oder? Ich finde hier jeden möglichen Müll. Nur nicht das, was ich brauche. Ja, hier war ich doch schon drin. Da bin ich hier durch. Okay, wir schauen uns da noch einmal um. Einfach nur, weil es sein könnte, dass ich das Ding vielleicht irgendwie übersehen habe oder so. Also es müsste eigentlich hier liegen. Es ist aber nicht da. Ich weiß es nicht. Also hier ist es auf jeden Fall nicht mehr, würde ich behaupten. Und ich glaube, mit den Quallen sollten wir uns halt allgemein auch nicht anlegen. Die sehen nicht so gesund aus. Es könnte aber auch echt sein, dass zwei davon reichen. Und ich irre mich gerade einfach nur total.
So sieht's nämlich jetzt im Moment aus. Okay, wir probieren's einfach. Komm. Im Notfall sind wir jetzt hier auf Secret-Suche gegangen. Macht ja auch Sinn. Es könnte echt sein, dass zwei reichen. Das eine gibt dann vielleicht auch an, in welche Dings man, also wie das Ganze stehen muss. Ich hatte aber einfach in Erinnerung, dass man drei braucht. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen irre. Ansonsten muss ich gleich offscreen ein bisschen suchen. Also das kann ich ja auf jeden Fall jetzt hier. Ja, wir müssten halt hier auch dran drehen können. Ist halt einfach Fakt. Ich gucke einmal ganz kurz auf diese Sonarkarte. Verstörend. Wozu ist das da? Okay, also ich glaube, alle Augen mussten auf jeden Fall offen sein. Ungefähr so. Und jetzt bräuchten wir... Es fehlt halt einfach eins, ne? Okay, ich würde sagen, ich mache mich einmal ganz kurz auf die Suche. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich war einfach nur blind. Hier liegt das dritte Ding. Ach, ich sag's euch, das ist jedes Mal aufs Neue so ein Spaß gewesen. Und eigentlich war es halt mega offensichtlich, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Also es war halt direkt raus und dann rechts. Also ich komme, ja, manchmal selber auf diese Intelligenz nicht klar. Ja. Jetzt zeige ich euch mal, wo man hier rauskommt. Also hier ist quasi dieses Ding. Und da vorne ist der Eingang. Also, ja. Wie ich das jetzt nicht finden konnte, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber es ist noch sehr früh zu meiner Verteidigung. Und bei euch ist das Ganze immer noch extrem krass dynamisch warm. Naja. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. So, rein mit dir, du Drecksteil. So. Das ist, wenn man es weiß, halt gar nicht mal so schwierig. Das war dann hier das. Und jetzt müssten wir hier eigentlich nur noch das machen. Oder? So ist es. Ich würde sagen, wir sind drin. Ich werde jetzt auch versuchen, weiterhin, ja, drei Folgen täglich hochzuladen. Ich hoffe, das Ganze ist möglich. Vielleicht kommen die Folgen heute ein kleines bisschen verspätet, weil ich heute einfach direkt an dem Tag aufnehme, wo die Folgen auch raus müssen. Und ja. Sollte eigentlich kein Problem sein, aber man weiß ja nie, was ist das? Wie lange so die Verarbeitung läuft? Ja, das sah auf jeden Fall lecker aus. So. Die Aufnahme läuft perfekt. Lara, wieso willst du dich da nicht einfach festhalten? Ach, diese Musik auch schon wieder. Es ist manchmal echt ein bisschen nervig. Und manchmal backt sie auch mega crazy rum. Anscheinend soll ich da jetzt so nicht lang. Also, ja. Würde ich sagen, dann halt nicht. Hier sind irgendwelche komischen Tonscheiben und da ist sogar ein Secret drin. Ein Wunder. Ging das eigentlich? Nee, das ging nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ach, ich sag euch, das Spiel ist schon ein bisschen weird. Aber wenn wir uns damit jetzt länger befassen, dann wird das schon irgendwie. Hoffe ich. Okay, jetzt musste ich wieder durchs Wasser. Es ist schon ein bisschen trashy. So, waren das hier nicht irgendwelche Gesundheitstränke? War das so? So antike Medipacks quasi? Ich weiß es nicht. Könnte gut sein, aber ich würde eigentlich sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Okay. Interessant. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe mal, die Folge ist jetzt auch allgemein lang genug geworden mit dem Einschnitt am Anfang bestimmt.
Also ja, wir setzen an der Stelle einen Cut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier in dieser Ruine noch so erwartet. Bis dahin.